viele Pferdebesitzer wollen natürlich noch mehr für ihr Pferd tun. Ne? Sie hören natürlich auf ihren Tierarzt oder auch vielleicht auf den Tierheilpraktiker im zweiten Schritt. Aber letztendlich möchten sie ja noch gerne was für ihr Pferd tun und überlegen dann Kräuter zu füttern oder zu inhalieren oder andere alternative Dinge auszuprobieren. Wie sieht das denn aus? Also Kräuter kennen wir alle im Zusammenhang mit Husten wird immer Schwarzkümmel zum Beispiel genannt. Ne? Aber auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass ätherische Öle für eine belastete Lunge schon mal schädlich sein können. Kannst du uns vielleicht da noch mal ein bisschen aufklären, wie das aussieht? Erstmal generell, es gibt keine Patentlösung. Man kann nicht sagen, die und die Kräuter oder die Kräutermischung oder die Öle sind für alle Pferde gleich effektiv. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass man so ein bisschen ausprobieren muss, was für das einzelne Pferd dann eben halt wirklich das Richtige ist. Generell zu den Kräutern muss man sagen, es ist eine Unmenge an Kräutermischungen auf dem Markt inzwischen erhältlich und auch da leider mit wechselnder Qualität, was die Kräuter angeht. Also da muss man wirklich sehr, sehr auch darauf achten, dass die Kräuter, die eben halt verwendet werden, auch so eine so gute Qualität haben, dass man nicht nachher irgendwelche Schadstoffe, Schwermetalle oder dergleichen dann im Endeffekt mit der Kräutermischung das dann füttert. Das ist natürlich für den Besitzer von außen nicht erkennbar, aber es geht natürlich auch darum, wie riechen die Kräuter, also riechen die so, dass ich auch auf die Idee käme, mir da selber einen Tee von zu kochen, oder riechen die schon muffig und staubig und sehen schon irgendwie komisch aus, dann sollte man da natürlich wirklich überlegen. Wenn man wirklich Kräuter füttern möchte, dann macht es immer Sinn, sich mit jemandem zu unterhalten. Das kann ein Tierarzt sein, das kann aber natürlich auch ein Phytotherapeut, Tierheilpraktiker oder sonst wer sein, der im Endeffekt tatsächlich auch Ahnung von den einzelnen Kräutern hat, weil jedes Kraut hat eine eigene Wirkung. Also wenn ich ein Pferd habe, das ohnehin schon, wer weiß, wie schleimt, macht es halt keinen Sinn, noch irgendwelche Kräuter zu geben, die zusätzlich noch das Schleimen dann fördern. Da wäre es dann eher sinniger, was zu geben, was halt die Entzündung hemmt beispielsweise. Also deswegen macht es da immer Sinn, sich wirklich noch mal mehr in die Materie einzuarbeiten. Wie kann denn jetzt hier die Homöopathie helfen oder die biologische Medizin? Genau, also die biologische Medizin stellt im Endeffekt auch eine Form der Homöopathie dar, anders als in der klassischen Homöopathie, wo wir über das eine Einzelmittel gehen, das wir im Endeffekt anhand der Symptome repertorisiert haben, ist es in der biologischen Tiermedizin so, dass wir mit Komplexmitteln arbeiten und dann indikationsbezogen. Das heißt, wir wissen, der Husten ist jetzt, oder das Pferd hat sich einen Infekt eingefangen. Das heißt, wir wollen jetzt was das Immunsystem stimuliert. Es soll aber gleichzeitig auch noch schleimlösend sein, dass man dann im Endeffekt mehrere homöopathische Inhaltsstoffe in dem Medikament hat und das eben halt dann nach der Indikation dann gegeben wird. Das ist häufig sehr viel einfacher. Das ist auch häufig durch den Besitzer oder durch den Tierarzt entsprechend dann auch in dem Falle gut mit einzusetzen. Und anders als bei der klassischen Homöopathie kann man gerade, wenn es um Stimulierung des Immunsystems jetzt zum Fellwechsel geht, auch beispielsweise das schon im Vorfeld als prophylaktische Therapie einsetzen. Also kann man sagen, man kann ruhig auch Schulmedizin mit alternativer Medizin kombinieren? Immer, sollte man. Genau. Also generell muss man sagen, ich finde es immer sehr schwierig, wenn man hört, wir machen das nur alternativ oder wir machen das nur schulmedizinisch. Gerade die Kombination aus beidem zu sagen, wir machen die Akutbehandlung, also wenn das Pferd mit einem akuten Asthmaanfall vor einem steht, dann reicht halt häufig nicht ein bisschen Globulis oder Akupunktur, sondern da macht es eben halt Sinn, um dem Pferd eben halt schnell zu helfen, da auch die Schulmedizin einzusetzen. Aber es spricht ja überhaupt nichts dagegen, im Akutfall eben halt gleichzeitig auch noch eine Akupunktur zu machen und dann eben halt auch gleichzeitig noch andere Arzneimittel aus der alternativen Kiste einzusetzen. Zum Thema Inhalation hilft das immer, weil es gibt ja verschiedene Mittel, die vernebelt werden können. Na, also auch wieder Cortison kann vernebelt werden oder einfach nur eine Sohle, also eine Salzwassermischung. Hilft Inhalation immer oder kann es unterstützen? Unterstützen in jedem Falle. Das ist immer, die meisten Besitzer, die nach einer Inhalation fragen, haben tendenziell eher chronisch kranke Pferde und sie haben nicht unbedingt den akuten Huster, der sich jetzt einen Infekt eingefangen hat. Gerade bei den chronischen Patienten sehen wir, wenn wir so wirklich mal in die Histologie reingehen würden, dass wir eben halt wirklich irreversible Veränderungen auch in den Schleimhautzellen dann haben und es wird halt einfach mehr zähflüssiger, also muköser Schleim produziert und weniger flüssiger Schleim. Und dementsprechend ist das natürlich auch so, dass das Pferd das viel schlechter abhusten oder hochtransportieren kann. Und da hilft sehr wohl die Inhalation. Entweder sagt man, man inhaliert halt nur in Anführungsstrichen eine isotone Kochsalzlösung, einfach um so ein bisschen die Atemwege zu befeuchten.
wenn man hingeht und erhöht den Salzgehalt beispielsweise mit einer Sohle, dann sorgt man natürlich auch dafür, dass sich eben halt der vorhandene Schleim besser von den Schleimhautzellen lösen kann und besser abtransportiert werden kann. Und wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, über die gängigen Ultraschallvernebler dann wirklich Medikamente zu inhalieren. Sei es jetzt bronchienerweiternde Medikamente, sei es kortisonhaltige Präparate. Oder man kann natürlich auch hingehen und auch homöopathische Arzneimittel über den Inhalator vernebeln lassen.